Stämme, Völker und Kulturen sich bildeten. 2000 Jahre seit der Berufung Abrahams, 1500 Jahre seit Mose das Volk Israel aus Ägypten geführt hatte, 1030 Jahre seit der Salbung des David zum König. In der 65. Woche nach Daniels Weissagung, in der 194. Olympiade, 752 Jahre nach der Gründung Roms, im 42. Jahr der Regierung des Kaisers Octavianus Augustus, da Friede war in der ganzen Welt. Da sandte Gott, der ewige Vater, seinen Sohn in die Welt, um sie durch seine rettende Ankunft zu heiligen. Er war empfangen durch den Heiligen Geist, und nach 9 Monaten wurde er zu Bethlehem im Lande Juda aus Maria, der Jungfrau, geboren. Heute feiern wir seine Geburt, das hochheilige Weihnachtsfest. Heute singen wir mit allen, die glauben, Christus ist uns geboren, kommt, wir beten ihn an. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zur Feier dieser Christmette in dieser heiligen Nacht. Ein besonderer Gruß geht an alle, die diesen Gottesdienst von zu Hause aus mitverfolgen. Wir feiern gemeinsam das Weihnachtsfest. Wir feiern die Geburt von Jesus Christus. Heute vor einer Woche haben uns die Pfadfinder das Licht von Bethlehem hier in unsere Kirche gebracht. Wir wollen dieses Licht von Bethlehem jetzt in die Krippe stellen, als Zeichen dafür, dass von Jesus Christus
etwas Besonderes ausstrahlt, dass durch ihn die Welt und auch unser Leben etwas heller, etwas heiler wird. Begrüßen wir das Licht von Bethlehem. Krippe, Ort der Begegnung zwischen Mensch und Gott, Erde und Himmel, Zeit und Ewigkeit. Krippe, Wort Gottes an uns, Gewissheit der Rettung, Zuspruch der Versöhnung, bleibendes Dasein für uns. Krippe, Zeichen der Hoffnung, Licht im Dunkel, Freude im Leid, Frieden im Streit. Krippe, Grund des Staunens, der Reiche wird arm, der Herr zum Knecht, der Unendliche sterblich. Geheimnis der Liebe. Amen. Thank you.
beten. Herr unser Gott, in dieser hochheiligen Nacht ist uns das wahre Licht aufgestrahlt. Lass uns dieses Geheimnis im Glauben erfassen und bewahren, bis wir im Himmel den unverhüllten Glanz deiner Herrlichkeit schauen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht. Über denen, die im Land des Todesschattens wohnten, strahlte ein Licht auf. Du mehrtest die Nation, schenktest ihr große Freude und freute sich vor deinem Angesicht, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Ein Sohn wurde uns geschenkt. Die Herrschaft wurde auf seine Schulter gelegt. Man rief seinen Namen aus. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Die große Herrschaft und der Frieden sind ohne Ende. Auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Um es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von jetzt an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird das vollbringen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott.
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder, um sich eintragen zu lassen in seine Stadt. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, denn er war aus dem Haus und dem Geschlechte Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in einer Krippe, weil in der Herberge für sie kein Platz war. In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr. Der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet dort ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja. Ein großes Geheimnis. Es ist das Geheimnis, dass Gott Mensch geworden ist.
Es ist das Geheimnis, dass der große, der allmächtige Gott in unsere Welt gekommen ist, damals im Stall von Bethlehem. Damals im Stall von Bethlehem, in Jesus Christus, wurde Gott Mensch und damit einer von uns. Das ist das tiefe Geheimnis der Weihnacht, dass Gott in Jesus ein Mensch wird und sich an unsere Seite stellt. Indem er Mensch wird, zeigt sich Gott als ein nahbarer Gott, als ein Gott mit uns. Und das ist der Zuspruch des Weihnachtsfestes. Gott ist für uns Menschen nicht irgendwo unerreichbar, sondern er ist ein Gott, der uns nahe sein will. Ein Gott, der genau dort sein will, wo wir sind. Ein Gott an unserer Seite. Das ist die Hoffnung, die wir am Weihnachtsfest feiern, dass Gott bei uns ist und dass er jede Dunkelheit unseres Lebens mitträgt und erträglicher machen will durch das Licht seiner Liebe und Nähe. Allein deshalb ist Gott damals in Bethlehem Mensch geworden, damit wir verstehen, was er für ein Gott ist. Nämlich ein Gott, der uns in allem, wie es auch sei, beisteht und alles in unserem Leben mitträgt. Das feiern wir an Weihnachten, jedes Jahr, auch jetzt, in dieser Stunde. Wir feiern Gott als Gott Immanuel, das heißt übersetzt, als Gott mit uns. Amen. Thank you.
Wir wollen nun unser Fürbittgebet sprechen. Gott schenkt uns in Jesus Christus das Licht, das in alle Dunkelheit und Not der Welt leuchtet. So dürfen wir mit unseren Anliegen kommen und beten. Wir bitten um das Licht der Weihnacht für alle Menschen, die sich besonders in diesen Tagen einsam und allein fühlen. Gott, Licht für diese Welt. Wir bitten dich. Wir bitten um das Licht der Weihnacht für die Menschen in den zahlreichen Gebieten auf der Welt, die unter Krieg, Konflikten und Terror leiden. Gott, Licht für diese Welt. Wir bitten dich. Wir bitten um das Licht der Weihnacht für alle, die in diesen Tagen mit ihren Familien zusammenkommen und gemeinsam feiern können. Wir beten aber auch für all jene, bei denen dieses Fest von Unfrieden und Streit überschattet ist. Gott, Licht für diese Welt. Wir bitten dich. Wir bitten um das Licht der Weihnacht für alle, die sich große Sorgen um ihre Gesundheit machen oder um die Gesundheit eines lieben Menschen. Gott, Licht für diese Welt. Wir bitten dich. Wir bitten um das Licht der Weihnacht für die vielen Armen in unserer Welt, für alle, die in ihrer Not an den Rand gedrängt sind. Gott, Licht für diese Welt. Wir bitten dich. Wir bitten um das Licht der Weihnacht für alle, die um einen lieben Menschen trauern. Gott, Licht für diese Welt. Wir bitten dich. Das Licht der Weihnacht leuchte im Gedenken an all unsere Verstorbenen. Gott, Licht für diese Welt. Wir bitten dich. Gott, du schenkst der Welt im Kind von Bethlehem dein helles Licht. Dafür danken wir dir und preisen dich in der Einheit des Heiligen Geistes heute, alle Tage und in Ewigkeit. Amen. Thank you.
allmächtiger Gott, in dieser heiligen Nacht bringen wir dir unsere Gaben dar. Nimm sie an und gib, dass wir durch den wunderbaren Tausch deinem Sohn gleichgestaltet werden, indem unsere menschliche Natur mit deinem göttlichen Wesen vereint ist. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebe die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht. Dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn Fleisch geworden ist das Wort, und in diesem Geheimnis erstrahlt im Auge unseres Geistes das neue Licht deiner Herrlichkeit. In der sichtbaren Gestalt des Erlösers lässt du uns den unsichtbaren Gott erkennen, um in uns die Liebe zu entflammen, zu dem, was kein Auge geschaut hat. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, Deus Sabaoth. Und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche die hochheilige Nacht, in der Maria der Welt den Erlöser geboren hat. Durch ihn, unseren Retter und Herrn, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch,
Ernte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenk uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde. Vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Stephan und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Schwestern und Brüder, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Beten wir gemeinsam das Gebet, das uns Jesus zu beten gelehrt hat. Vater, unser Himmel, dein Reich werde, dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel und so auf Erden. Unser tägliches Christus geboren wurde, verkündeten Engel den Frieden auf Erden. Deshalb bitten wir: Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Thank you.
das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du mein Gott bist.
mit uns beten. Herr unser Gott, in der Freude über die Geburt unseres Erlösers bitten wir dich, gib uns die Gnade, ihm unser ganzes Leben zu weihen, damit wir uns Anteil erhalten an der ewigen Herrlichkeit deines Sohnes, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Ich möchte mich am Ende des Gottesdienstes ganz herzlich bedanken, ohne einzelne Namen zu nennen, bei allen, die zum Gelingen dieses Gottesdienstes beigetragen haben, die ihn mitgestaltet haben oder ganz im Hintergrund gewirkt haben. Ich wünsche Ihnen frohe und gesegnete Weihnachten. Nehmen Sie bitte ganz herzliche Weihnachtsgrüße mit nach Hause zu Ihren Familien, ganz besonders zu Ihren alten und kranken Angehörigen. Stellen wir uns gemeinsam unter den Segen Gottes und schließen wir die Menschen mit ein, die uns besonders am Herzen liegen. Der Herr sei mit euch und mit meinem Geiste. Es segne und bewahre euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.